Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir sehen gerade, wie sie hier wieder ein Bild malt. Dean ist noch auf der Arbeit. Keine Ahnung, was das werden soll. Was soll das sein? Kreise und Striche in einem Kreis mit Strichen, oder sowas. Ja. Keine Ahnung, was sie hier malt. Kriegen dafür aber 276. Das ist doch schönes Geld. Das verkaufen wir an einen Sammler. So, sie ist kurz auf Klo. Kann das Bild da gleich verkaufen. Und im Moment scheint alles im grünen Bereich zu sein. Ja, sieht gut aus. Und arbeiten braucht sie noch nicht. Da haben wir erst zwei Tagen. Genau. Fünf ausgezeichnete Mahlzeiten zu bereiten. Naja, das wird wohl noch eine Weile dauern. Dann machen wir noch mal ein Bild, ne? So, mal sehen. Wir malen ein wunderschönes Gemälde, da wir eben über 200 bekommen haben. Gehen wir noch mal die 75 wieder aus und malen weiter. Wir haben ja heute frei, also können wir schöne Bilder malen. Vielleicht kommt ja noch jemand zu Besuch, wer weiß. Ich freue mich derweil mal draußen um. Hier steht aber noch keiner vor der Tür und Post ist auch noch nicht da. Und hier in der Nähe, naja, sind ein paar Leute, die hier vielleicht in der Gegend wohnen. Keine Ahnung. Ansonsten, das sind Glockenblumen. Aber da ist nichts dran, ne? Was man so essen könnte. Löwenzahn. Vielleicht irgendwas, was man denn so ernten kann oder sowas hier pflücken kann, meine ich. Da scheint nichts zu sein. Was haben wir hier? Nix. Können wir zwar anwählen, aber gut. Was machst du denn hier? Ein Haus im Hintergrund und hier vorne eine Art Baum. Oder ein Strauch. Baum. Kaputter Baum. Wie auch immer. Ja, fehlt noch ein bisschen was. Never. So, und fertig ist das Bild. Ich guck mal hier, was kriegen wir dafür? 160. Naja, gut. Ein Bild in der Winterlandschaft. Verkaufen wir. Okay. Glücksgefühl. Boah. Was haben wir hier? Doch irgendeine. Nee, lass mal. Da können wir noch ein Bild malen. Einmal zoom. Ich würde sagen
Selbstsicheres Gemälde. Nee, warte mal. Wir nehmen erstmal wieder so ein mittleres. Er hat noch zu tun. Die muss noch arbeiten. Genau, so. Dann haben wir hier Telefon. Wieso ruft er jetzt davon an? Soll es doch erstmal noch weiter mal. Schwarz-Weiß-Party. Nein, ich will keine Party feiern. Kostümparty. Nein, will ich auch nicht feiern. Hausparty? Nee, jetzt nicht. Ach Leute. Lass es erstmal. Nein. Wir lassen es erstmal. Ich dachte, man könnte so mal irgendwo hingehen. Ja, was wird das denn? Ah, erstmal überlegen, nicht? Welche Farbe nehmen wir denn jetzt? Und wo fangen wir wieder an? Also noch kann ich nichts erkennen. Kann alles Mögliche sein. Ja, es könnte eine Vase sein. Eine große Vase. Aber wenn die kaputt geht, tja, der Vase. Na, ja, der doch eher ein Krug, ne? Ein alter Krug. Vielleicht heißt er ja Manfred, keine Ahnung. Oder, naja, Bembel, nee. Okay, eine schöne Vase. Oder auch, kann auch eine Teekanne sein, also, ne? Also, wenn wir das uns mal so angucken, kann auch eine Teekanne sein oder Kaffeekanne, also, ja. Das verkaufen wir mal. Komm her. Verkaufe es. Wir nehmen. Nein, wir gehen einen runter. Und ein mittleres. So, Dean hat wieder Geld bekommen. 216. Ist das nicht schön? Und er hat großartige Arbeit geleistet. Ja, das ist doch mal was Schönes. So, er ist wieder zu Hus. Ich meine zu Hause. Und er braucht Spaß, Essen und Energie. Heieiei. Und er fährt der Zug nach nirgendwo. Okay, als erstes Essen. Sonst fällt er noch hier um oder so. Essen, Essen. Er soll essen. Eine schnelle Mahlzeit. Mikrowellenkuchen. Dann kann er. Nachdem er gegessen hat, ja, Spaß, ja, aber er braucht ja auch Dinge, Schlaf. Halalala. Okay, bisschen Spaß, bisschen Energie. Danach kann er denn vor allem verstecken. Nee, warum soll er sich verstecken?
Okay, mal wieder eine Kanne. Chilo Panive Baima. Jetzt Ringa. Binfahab? Oh, Seine Arbeit war gut heute. Hat er gut gearbeitet, also kann man nicht meckern. Gut, ich sehe da auch wieder eine Kanne und das andere ist was für ein Behälter? Eine Blumenvase. Spritzt doch nicht immer die Farbe hier gegen die Wand. Mann, ich kann hier dauernd tapezieren oder sowas. Oh ja, doch. Das sieht doch mal gut aus. Oder? Ich würde mal sagen, links ist ein Apfel, rechts ist was Gelbes. Eher wie Zitrone. Da ist bestimmt Zucker drin. Da ist halt eben die Kanne und eine Blumenvase. Alles klar. Das macht wie viel? 268. Okay. Verkaufen wir an einen guten Sammler. Nur wer das ist, das wissen wir nicht. Dann machen wir doch noch mal ein Bild. Das macht so schon Spaß hier. So. Was, Dagi? Nein, nicht Dagi. Dagi ist nicht da. Wir haben eine SMS bekommen von Summer. Möchte was jetzt noch vorbeikommen? Mitten in der Nacht? Ich weiß nicht. Mitten in der Nacht? Er braucht doch Spaß und. Also nicht mit. Vielleicht kurz. Dann gucken wir mal. Oh, da ist er vorne. Ja, herbeirufen, komm rein. Ich hab doch hier gemacht, dass du nicht schlafen sollst. Nein. Ich weiß, du bist müde, aber. Quinarb Mervais Drobel. Tinova. Ah, Crophoba. Kiniko Pifarfase. Sminchida. Kalu Pizoy Bove. Geh nochmal auf Toilette und dann kannst du dich hinlegen. Ja, hey. Wir reden mal über die neuesten Spiele. Und was gibt's so neu an Spiele? Okay. Arbeiten braucht sie erst in 2 Tagen. Kann sie sich also noch Zeit lassen. So, wir verkaufen das Bild.
Ist nicht viel, aber naja. Einmal auf Toilette. Dann. Ja. Gut. Und dann schlafen wir da erstmal. Und das ist auch eine gute Gelegenheit für mich, liebe Leute. Zwar jetzt noch nicht schlafen zu gehen, aber dann hier erstmal wieder Schluss zu machen für heute. Und ja, mal sehen, was uns denn das nächste Mal hier erwartet. Bei der Wohnung, in dem zwei Menschen wohnen. Eine Frau, Tyra Fien, und der Mann, Dean Winchester. Okay. Und sie bleibt alleine hier. Und schreibt irgendwas im Internet. Was auch immer. Oder die guckt irgendwie nach Rezepten oder nach Videos, was ich vielleicht auf den Kanal gucken kann, wo man Videos gucken kann, wer weiß. Ja, hä? Das wird doch nicht so schön, ne? Ja, dann leg dich mal hin. Wir liegen auch hier von dem Bett. Zwar getrennt, aber gut. Die Bedürfnisse sehen alle gut aus, die Energie geht nach oben und so weiter. Hunger ist im Moment gut. Blase ist auch leer, wie schön. Gut, dann gehen wir mal kurz gucken, was hier so ist. In 86 Tagen hat sie Geburtstag, alles klar. Und ja, ich würde dann sagen, bis zur nächsten Folge. Können wir uns was kaufen? Das ist was? Tja. Oh, Licht geht an. Was wir jetzt gefunden haben. Genau, das haben wir ja alles. Klar, das müssen wir dann noch nach und nach wieder untersuchen lassen. Könnte man öffnen. Da ist eine Zeitkapsel drin. Ein Frosch. Wenn wir den. Was? Ich sehe es hier. Moment, nein, das will ich jetzt. Okay, das müssen wir dann in der nächsten Folge machen. Das muss ich mal sehen, wie das geht. So, geh du mal nach Hause, Alte. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.